Grüezi und herzlich willkommen. Ich bin Andrea Meier. Ich bin Thomas Compagno. Erlebt mit uns wandernd die Schweiz. Wir zeigen euch die schönsten Touren. Heute geht es ins Wallis und zwar ins Aletschgebiet. Die Himmelsfarben, so sagen die Walliser, sind da besonders intensiv. Darum wollen wir sie auch nicht verpassen und stehen schon um 5 Uhr auf. Das lohnt sich. 2 Stunden später starten wir in Richtung Oberriedi zusammen mit unserem Wanderleiter, Edelbert Kummer. Der Edelbert ist übrigens 80, läuft aber wie ein junges Reh und springt furchtlos über alle Abhänge. So sind eben die Walliser, denke ich. Zuerst gehen wir ins Alpmuseum Riederalp. Hier sehen wir eine Original-Alpstube und eine Käserei. Ein Besuch lohnt sich, dass man sieht, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Es war ein ganz anderes Leben im Vergleich zu heute. Und das ist wirklich lehrreich und interessant und spannend. Während ich mir den Oberstock anschaue, machen Thomas und der Edelbert eine Entdeckung. Sie sehen einen Sänften und es ist klar, wer jetzt hier hineinsitzen muss. Aber bitte lass mich nicht runterfallen. So sind früher die reichen Engländerinnen den Berg darauf und durchabgetragen worden. Für die Walliser war es ein guter Zusatzverdienst. So, was meinst du jetzt, Thomas, wenn du mich darauf tragen müsstest? Hier drauf. Ich würde sagen, Fräulein, ich glaube, jetzt müssen Sie rasch absteigen. Wirklich? Ja. Hey, das oh, ist so steil. Du bist aber kein edler Sklave. Er muss noch etwas trainieren, dass er dann ein guter Sklave wird. Nächstes Mal. Ich bin nur der Thomas, nicht der edle Thomas. Der Edelbert ist vorne. Der Edelbert hat auch schon unser nächstes Ziel vor Augen. Die Villa Gassel, heute das Pronatura-Zentrum Aletsch. Gebaut hat die Villa ein schwerreicher Banker aus England. Engländer sind da gewesen, berühmte Namen. Ja, der Churchill war etwa 4-mal da gewesen. Er war ein Freund von Kassel. Und der Kassel war ein wichtiger Mann, er war ein Berater vom König. Das Gebiet rund um die Villa ist noch voller Schnee und ich muss ziemlich schauen. Eieiei, ganz schön rutschig auf dem Schnee. Thomas. Nächstes Mal nehme ich die Stöckel schon mit. Dann darfst du mich aber definitiv abtragen. Das wird nicht nötig sein, weil schon gleich rutschen wir alle die Hänge durch ab. Freiwillig und manchmal auch unfreiwillig. Da ist das nächste Loch. Ja, die Löcher sind ein bisschen tückisch. Und zwischendurch bringen wir noch schnell das in Ordnung, wo Walliser Sturm und Unwetter über den Winter umgefegt haben. Dann geht es weiter nach Oberried. Wir haben noch sehr viele Kilometer vor uns. Heute machen wir 18 insgesamt. Bei diesem Gedanken wird es mir gerade ein bisschen anders. Aber die eindrückliche Natur im fast schon märchenhaften Aletschwald stimmt mich sofort zuversichtlich. Und plötzlich sehen wir einen Wald voller Lafontaine-Fabelwesen. Wie hier ein Frosch in Form eines Baumstamms, der gerade wegspringt. Mit viel Fantasie kann man sich das vorstellen, wie ein Frosch. Die Anzapfen, die am Boden liegen, machen den Weg zu einer weiteren Herausforderung. Ab jetzt heisst es, konzentriert laufen. Da und dort legt sich mal ein Ast quer über den Weg, aber der Thomas hebt mir alle Naturtüren auf. Wir machen uns auf die Spuren der alten Wasserhüter, der Sander.
Ihre Arbeit war gefährlich und verantwortungsvoll, hat sie in steile Gebiete geführt. Regelmässig mussten sie die Wasserleitungen zu ohne kontrollieren. Das sieht man heute noch an den alten Kanälen, die an der Felswand hängen. Wir sind hier für eine Suonenwanderung, eine Wanderung der Bauern von den alten Wasserleitungen an. Du hast ja eine ganz persönliche Beziehung zu den Suonen bzw. zu den Leuten, die die Suonen unterhalten haben. Ja, das ist der Emil Kummer, das ist der letzte Sander von der Riederung, von dieser Wasserleitung, die das Wasser von dem Massenschlucht nach Riedmörl gebracht hat. Er war zuständig, dass der ganze Sommer Wasser ist geflossen. Was hat der Sander gemacht? Was war seine Arbeit? Er hat einfach mal beobachten, schauen, ob die Leitung durchgehend intakt ist. Und dann hat er den Sand aus der Wasserleitung rausgeschöpft und dadurch kommt sicher der Name Sander. Ist das ein gefährlicher Beruf gewesen? Das ist ein sehr gefährlicher Beruf. Es hat durchaus nicht jeder Mann das ausführen können. Er musste schwindelfrei sein, absolut schwindelfrei. Und auch kräftig, drahtig, ja. Nach so vielen schwindelerregenden Geschichten und Blick tut ein bisschen Durchschnaufen jetzt gut. Wir machen uns auf den Massaweg. Ein Wanderweg, der Thomas und mich sehr beeindruckt. Auch wenn er wieder volle Konzentration fordert. Man sagt dem Massenweg und der Massenschlucht auch nicht zu Unrecht der Grand Canyon der Schweiz. Jetzt zeigt sich auch endlich das Wasser, das vom Berg oben runterfließt. Eine Erfrischung tut jetzt gut. Die Walliser reden ja von heiligem Wasser. Warum heilig? Heilig. Alles ist ein niederschlagsarmes Gebiet, am wenigsten Regen. Und dass man leben konnte. Wir haben ja von der Landwirtschaft gelebt, man musste Wasser haben. Darum war das Wasser wirklich heilig. Und jetzt machen wir ja sogar noch eine Suonenwanderung. Die Suonen sind ein über 1000-jähriges Kulturgut der Walliser. Was macht die jetzt so besonders so wichtig? Ja, es ist so, dass die einfach das Leben ermöglicht haben am Berghang. Und interessant heute ist zu sehen, wie unsere Vorfahren mit wenig Mitteln, mit Werkzeug, wo man heute keine Ahnung mehr hat, hat so eine Leitungenbühne in den steilsten Berg hängen. Die allersteilste Felswand wird mit einem Tunnel umgangen. Es ist eine angenehm kühle Abwechslung. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ziel. Wir geniessen noch einmal einen letzten Blick auf die Walliser Bergwelt, die eigenartig wild und manchmal auch ein bisschen gefürchtig wirkt, einem aber noch lange sehnsüchtig zurückdenken lässt.